Guten Morgen Welt, hier bei Manuel, stehen wohl für euch aus dem FIFA-Kanal Lever. Und heute haben wir den FC Köln im Angebot gegen Jack and Red. Und zwar ist das unser erstes Auswärtsspiel auf dem Way to Champions. Und wir müssen heute im Waldstadion unsere Klasse beweisen. Ein bisschen umgestellt haben wir. Wir haben jetzt beide Greens in der Aufstellung zu sehen und man sieht auch hier, es ist wahnsinnig ausverkauft, das Stadion. Es will halt jeder dieses Top-Spitzenspiel hier sehen. Adanesia an der Front. Ne, wir versuchen uns natürlich hier auch teuer zu verkaufen. Auch die ersten Spieler sind schon angefragt, die ersten Stürmer, ob sie zu uns kommen wollen. Ich bin gespannt, auch der alte Torwart Dida, falls ihr den noch kennt, von Brasilien. So um die 2002 war das mal ein Weltklasse-Keeper. Könnt ihr mal googeln, wird sicherlich mal was finden. Und damit geht's auch schon los, die Aufstellung von Köln. Da kenne ich keinen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Podolski spielt ja auch nicht mehr bei Köln. Eine klassische 4-4-1-1 Strategie oder wie FIFA sagt 4-2-3-1. Würde ich auch so meinen. Wir auf jeden Fall in der 4-4-2 Aufstellung. Wie immer mit der Raute im Mittelfeld. Und vorne agieren diesmal Dennis und Gale. Beide Greens hier schön zentral mit der 21 und der 11. Und damit beginnen wir einfach mal mit diesem Spiel. Auf geht's. Ja, Köln ist unser erster stärkerer Gegner. Schon ein paar mehr Sterne, als wir wahrscheinlich jemals erstmal haben werden in der ersten Saison. Und wahrscheinlich auch erstmal begegnen. Ich glaube, wir nicht... Ja, wohl FA Cup könnte was gehen. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Und hier gleich mal gut nach vorne gehauen. Auf eine mögliche Fehlerquelle hinten bei uns in der Abwehr spekuliert. Aber jetzt hier wunderbar durchgegangen. Green, Green. Ah, das wäre natürlich jetzt was gewesen. Hier gleich mal das 1:0 reinhauen in der 5. Minute. Und dann ist das Ding schon mal auf jeden Fall entspannter zu handeln. Und sehr, sehr, sehr schlechter Pass. Und das könnte natürlich... Nein, da kann sich Broker nicht durchsetzen. Das war natürlich auch gut abgewehrt. Aber Köln steht hinten nicht sehr, sehr fest im Moment. Die bröckeln oder müssen sich erst noch einfinden in die ganze Sache. Aber auch schon sehr konteraktiv, würde ich sagen. Der erste Eindruck von dem FC Köln. Abgewehrt. Und den Elisami auf Green. Gut aus der Abwehr befördert. Und das war natürlich super gemacht. Dennis ist jetzt frei. Dennis, das könnte sein erstes Tor werden. Dennis, nein, er vergibt die Chance. Schade, auf jeden Fall ist das eine gute Bereicherung. Williams hat ja im letzten Spiel nicht gut agiert in der vorderen Hälfte des Spielfelds. Ja, schön gepasse hier. Muss man dann doch eingreifen, um es zu lösen. Und im Moment sieht Köln einer ja, Mannschaft gleich, wie wir es eigentlich sein sollten. Ganz schwach im Moment. Und wir dominieren hier dieses Spiel. Und schöner Pass. Kommt Ogo noch rein? Nein, er kommt nicht. Bröcker könnte es jetzt machen. Und das müsste eigentlich Rot geben. Nein, es gibt Gelb. Zum Glück gibt es nur Gelb für Doi. Nochmal zu schauen, zu sehen. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. War natürlich letzter Mann. Aber belassen wir es mal dabei. Mal gucken, wie jetzt dieser Freistoß wird. Ja, steile Kurve nach oben zu sehen. Eine... Mehr oder weniger eine gerade Strichführung nach oben in den Himmel. Howell, sehr gut. Howell geht auf Gale, sehr gut. Gale kann nochmal rüberlegen, nein, kommt nicht an. Da ist wieder einmal der Abwehrspieler dazwischen. Auch hier. Ja, die Fehlpässe haben sich jetzt schon etwas gehäuft in diesem Spiel. Das sollte natürlich nicht allzu sehr und durch unser Spiel hindurchgehend sein, denn das wäre natürlich gegen größere Mannschaften, also ich meine jetzt natürlich noch größere, viel, viel schlimmer. Und Dennis mit der ersten Möglichkeit, ein kleiner Lupfer. Aber das sollte eigentlich noch nicht das
die Lösung für dieses mögliche Tor sein. Wieder Köln mit Brücker. Ja, der hat eine zentrale Position hier eingenommen, bereits nach diesen 20 Minuten. Schöner Pass, Hacke, Brücker, Leavington oder wie der heißt, unser Torwart auf jeden Fall. Und ein Konter. Das könnte natürlich jetzt was sein. Auf die andere Seite, wunderbar, auf Ilito, aber da ist nur das Auge zu sehen gewesen und nicht auch dann die Tat. Ilito wieder. Wunderbar, wunderbar. Jetzt kommt Ilito durch. Ilito, wunderbar genommen. Aber da war der Keeper im Weg. Auch eine super Reaktion von ihm, muss man natürlich dann ganz klar sagen. Und da Brücker wieder. Brücker, Ogo, stellt sich dazwischen und verhindert somit den Seitwärtszieher unseres Kontrahenten. Jajajo. Rüber auf Clemens. Gut, ausgedribbelt, jetzt könnte er, nein, er winkt nochmal ab, nochmal zurück. Lehmann, Brücker, er ist durch, Brücker Schuss und ja, der ging dann doch einiges an Zentimetern am Tor vorbei, auch weil es abgefälscht wurde. Und jetzt auf der rechten Seite die Möglichkeit zum Konter und da ist natürlich der wunderbare Pass von heute und Dennis. Dennis mit seiner zweiten Chance. Und diesmal ist es der Außenpfosten. Der linke Außenpfosten. Unglaublich. Also es ist auf jeden Fall mal mehr Druck und Spannung in der Partie, als es in der ganzen letzten 90... So, jetzt haben wir es dann bald, glaube ich, auch hoffentlich. Anstatt in den letzten 90 Minuten. Auf jeden Fall können wir mit diesem Stürmer mehr ausrichten. Den setzen wir, den Williams, auch gleich mal auf die Transferliste. Viele Chancen hatte er nicht, aber allein deshalb sollte man natürlich keinen verkaufen. Aber wenn man jetzt hier sieht, was für ein Potenzial in einem Stürmer stecken kann, dann ist natürlich das ein ganz klarer Fall. So, nochmal Green. Green auf Dennis. Dennis, wunderbar. Dennis immer noch. Gale, legt hoch. Und das könnte doch was werden. Nein, wieder. Nur ein zentraler Schuss. Auch schwieriger Winkel. Die Ecke von Howell. Ja, da ist natürlich niemand. Schöner Fallrückzieher zur Klärung. Und wieder. Es geht in die gegnerische Hälfte. Köln kann sich im Moment nicht wehren. Köln konnte in keiner dieser 42 Minuten auch nur eine Chance schon. Aber sonst war es sehr bedürftig, was sie hier abgeliefert haben. Und das ist natürlich nur allzu schrecklich. Wenn man das Potenzial sieht von einem Erstligisten und dann so versemmelt. Und jetzt noch kurz vor der Halbzeit, 2 Minuten werden nachgespielt. Kommt da die Möglichkeit? Jajajo. Und gute Drehung und da ist das Tor. Ist denn das zu glauben? Matuschik? Ja. 45. Minute. Das ist ja Symbol für dafür, wie ein normales Fußballspiel eigentlich nicht laufen sollte. Eine Mannschaft dominiert, die andere schießt das Tor. Fertig. Aber wunderbare Drehung und auch der Torwart war da ein bisschen irritiert, würde ich sagen, oder fehl am Platze. Und natürlich muss jetzt Deck und Red dem Rückstand hinterherlaufen. Hätte Green den einen gemacht, wäre das auf jeden Fall mal eine Erleichterung gewesen. Aber noch Gale. Da muss der Pass genauer kommen. Da muss dieser Pass präziser auf den Mitspieler kommen. Dann kommt da auch mal eine gute Möglichkeit dabei raus. Auf jeden Fall sagen wir mal, zur Halbzeit führt Köln mit 1:0. Und das muss ich sagen, nicht unbedingt verdient. Aber naja, wir haben noch eine zweite Hälfte hier. Die erste Chance von Dennis. Schauen wir uns noch die nächste an. Ja, Ilito, auch wunderbarer Volley hier. Das war eine Schusschance von Köln. Gale auch nochmal hier mit einem schönen Schuss. Und dann noch Dennis. Müsste eigentlich noch kommen. Na, da ist schon das Tor. Also anscheinend noch nicht gezeigt die Chance. Ja, kenne ich alle Vereine hier, ne? Also Burton, Albion kenne ich, alle anderen. Gillingham, ja. Interessante Spielpartien, Begegnungen auf anderen Plätzen. Und jetzt. Köln hat Anstoß.
wunderbar gedacht, aber das war viel zu weit. Also da geht auch natürlich nichts Erfolgreiches durch. Da kann man auch nicht hinlaufen, mal schnell. Elito mit dem Verlust des Balles und dann Roger. Oh, das war knapp. Also da hätte es eindeutig auch 2-0 stehen können. Wunderbarer Pass, zurückgelegt und dann hat er den Platz zur freien Verfügung und nutzt ihn auch fast zu 100% aus. Und wieder Deck and Red mit Dennis. Dennis, motivierter 19-jähriger junger Bursche, will natürlich hier alles umdrehen. Elito mit dem verlorenen Laufduell. Und dadurch gleich mal wieder der Konter des FC Köln. Clemens, Jajajo auf Bröker. Und Bröker gerade noch von Hugo, dem Abwehrspieler, gerettet. Ganz, ganz knapp hier in dieser Situation. Ja, keine gefährliche Ecke. Green, was macht er daraus? Ja, passt zu Gale, nochmal zurück zu Green. Ja, und der muss jetzt das Laufduell gewinnen. Bricht er ab? Ja, er bricht wieder ab. Das ist dann doch noch nicht so schnell und aktiv oder zweikampfstark zu führen. Und da war, Dennis hatte gute Idee und Foul. Das war ein Foul. Schwer zu erkennen. Nebenbei die erste Auswechslung. Aber schauen wir uns jetzt diesen Freistoß an. 20 Meter Entfernung. 20 Meter Entfernung, aber ist er einfach zu stark getreten. Freistöße, noch nicht so die Stärke von Deck und Red. Aber da gibt es auch noch ein paar andere Varianten, die man da ausführen kann. 60 Minuten sind bereits gespielt. Und immer noch führt der FC Köln mit dem einen Tor, das vor der Halbzeit geschossen wurde. Und Dennis kommt da jetzt durch. Dennis und wieder der Keeper. Also Köln kann sich heute definitiv mit einem kleinen Präsent bei ihrem Torwart bedanken. Mit einem, keine Ahnung, gute Freunde oder mit einem Moscherie. Geht da auf jeden Fall mal einiges zusammen, denn dieser Keeper hält einiges, auch wenn es natürlich alle sehr zentrale Schüsse sind, aber halten ist auch halten, also die kann man auch durchlassen. Und das wäre natürlich dann nicht so prickelnd, weil es könnte hier schon, würde ich sagen, 3-4-1 stehen und da wunderbarer, ich sag gar nichts, Abpraller von Clemens, der zur Ecke führt. Ich hoffe mal für ihn, dass es nicht zu einem Tor wird. Jürgen kann da nochmal den Ball festhalten. Und jetzt, heute. Ja, da sieht man es schön. Köln ist sofort zurück. Also da keine Chance auf einen schnellen Konter. Beziehungsweise wir sind einfach zu langsam. Hier, Danny. Nee, nicht Danny. Dennis. Vorher war es Green. Elito. Dennis. Elito. Wunderbar. Kann er sich jetzt auf den Außen durchsetzen? Er versucht es zumindest. Kommt da die Flanke, perfekt, und wieder nichts. Der Kopfball ist ebenfalls zentral auf das Tor geführt worden. Ja, das wird noch ein heikleres Stückchen Arbeit hier für Deck and Red und natürlich auch für den FC Köln. Elito, Dennis. Dennis jetzt überall zu finden. Und da der Pass auf Gale und da war er nicht schnell genug. Da hat er es nicht antizipiert, wie man immer so schön sagt. Hätte auf jeden Fall eine Riesenmöglichkeit werden können. Er war ganz frei. Der Pass war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dann natürlich der Abschluss wieder fehlend. Und auch hier, da wieder zu lang der Pass. Und da müssen wir dann auch gleich mal ein paar Konsequenzen sehen, würde ich sagen. Schauen wir uns die Spieler an. Gale hat auf jeden Fall mal eine Pause. Mehr oder weniger verdient, in Anführungsstrichen. Wen haben wir noch? Woodwell. Bringen wir für Green und dann schauen wir mal noch, was wir in diesen 10 Minuten mit den Spielern noch alles anstellen können. Und Köln wechselt auch, Brücker verabschiedet sich vom Spielfeld. Wunderbar, Scott gleich mit einem guten Einsatz, will den Ball auch als Stürmer gleich mal erobern. Das nennt man Teamarbeit und Ehrgeiz. Elito, wunderbar, auf Scott. Auf Dennis, immer noch Dennis.
Oh, das war natürlich nicht gut. Das war Abseits. Ganz klares Abseits. Scott ist da definitiv zu spät zurück. Beziehungsweise der Pass von Dennis, der kam dann einfach zu spät. Trotzdem, Declan Red macht eine gute Figur, würde ich sagen. Scott will da durchgehen. Na, da wird er keinen Erfolg haben. Das sieht er jetzt auch. Wieder zurück auf Dennis. Da geht er durch mit dem wunderbaren Pass. Aber da ist auch wieder die Abwehr da. Dicht gestaffelt und kaum durchlässig für irgendeinen Ball. Aber jetzt nochmal. Vielleicht die schnelle Kombination auf Howell. Howell, das kann doch gar nicht sein. Nein, und wieder im letzten Moment ist irgendein Bein, ein Körperteil eines Gegenspielers dazwischen. Unglaublich. Die Schüsse hier von Köln. 7 Stück und fast die doppelte Menge, beziehungsweise die 1,5-fache Menge bei Declan Red zu finden. Keine Fehler machen jetzt hier, nicht noch das vielleicht das entscheidende 2:0 dann reinlassen. Ist eben nur ein Testspiel, aber trotzdem, der Ehrgeiz ist schön bei Declan Red zu sehen und da wieder der Fehlpass. So viel zum Thema Ehrgeiz. Aber gleich wieder, nein, doch nicht. Was schönes Passspiel hier eigentlich. Kommt keiner ran und gehalten. Und entschärfen bitte, danke. Wurde auf Scott. Scott muss das jetzt alleine machen. Und unglaublich, da ist wieder ein Bein dazwischen. Es ist nicht zu glauben, Chris, dass die erste Niederlage für den neuen Trainer bei Declan Red. Vielleicht sogar beim ersten Spiel. Oder können seine Spieler ihm noch ein 1:1 schenken? Nochmal gepasst. Ja, da muss man warten, muss man schnell spielen dann auch. Und da setzt er ihn schön in Szene. Nein, biegt er nochmal ab. Durch. Und Torschuss. Nein. Ja, das ist einfach noch nicht die Klasse. Da muss man noch einiges tun, definitiv. Aber das Potenzial, schätze ich, ist definitiv da. Also wir können da schon einiges richten. Ah, Scott, nochmal mit dem Versuch. Wir haben 2 Minuten Nachspielzeit auf der Uhr. Vielleicht kommt nochmal die Möglichkeit von FC Köln mit Uja. Und noch geklärt. Und ich glaube, da wird es jetzt, wenn Köln genau am Ball ist, dann wird es keine weitere Chance geben. Danke fürs Spiel. 1:0 gewinnt Köln. Und das muss man wirklich sagen, sehr, sehr glücklich. Wir werden dann nachher gleich mal die Trainer fragen, wie es ausgegangen ist, wie es aus ihrer Meinung ausgegangen ist, ob es verdient ist, beziehungsweise wie die jeweiligen Teams gespielt haben. Also ich glaube mal, Declan Red hat sich gut verkauft. Vielen Dank dafür und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Guten Abend, Welt.